Ah ja. Waren die Bäume schon immer so scheiße, dass es immer so nah geht? Toll, das ist eine schöne Ansprache hier. Ist das so eklig? Ey, ich spiele nie wieder DayZ vorher, Markus, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, jeder hat eine andere Grafik-Engine, ne? Ja, aber geh mal ganz nah an das Blatt ran. Ich weiß. Das ist ja... Das sind halt Spiele, Sammy. Wo ist denn unser Auto überhaupt? Das Auto ist weg. Also ich suche erstmal eine Waffe raus hier. Geh. Wir gucken in so eine Gegend, ne? Hm? Ach so, Waffen, ja. Haben wir Waffen gestartet? Gestern hat so bessere Markus. Und wer ist jetzt nicht dabei? Julian war... 7,2 Rammschmerz. Ist ja klar. Alter, ich hab zwei Reifen am Start bei mir im Rucksack. Bin ich das wirklich? Ich hab auch noch einen. Mit Armbrust? Und Zündkerzen hab ich auch noch. Hä? Was, eine Armbrust? Das ist gut. Eine Armbrust, Markus? Ich hab nie eine gehabt. Eine Armbrust? Keine Armbrust? Nö. Auto. Oh. Ja. Auto. Leise. Der stellt bestimmt jetzt wieder hin, was er letztes Mal geklaut hat, stellt jetzt wieder hin. Richtig. Er kommt zu spät jetzt. Hörs? Rechts? Ja. Er kommt den Berg runter. Nee, er fährt weg. Egal. Was habe ich denn jetzt eigentlich am Start? Nur eine Shotgun. Ja, Freunde, wir sind ja wieder dabei. Und Hunger, ich bin auch ganz ehrlich, du. Wir sind wieder am Start bei Miss Created. Ich lass mal oben rechts, sieht man ja. Lass ich mal was laufen. Ich hab alles oben links laufen, schön. Oben links, genau, oben links, oben rechts. Lass mal was laufen, um einfach mal zu gucken, zu testen. 4600. Ja. Was? Taktrate vom CPU, du. Mal 8 Kerne, du. Lecker Arsch. Sehe ich gar nicht. Oben siehst du MAZ. Achso, 3500. 3500. 1051. 4600, ey. Aber RAM ist 7200. Habe ich auch 7900 habe ich RAM, ja. Und 2100 Megahertz habe ich Takt von der GPU, von der Grafikkarte. Okay. Ah, das Ding schießt hoch, ey. Aber 70 Grad, du. Guck mal, ein paar Eier. Ich mache jetzt. Oh, 65 Grad habe ich. CPU. Meiner GPU liegt bei 60. Und 4 GB RAM. 4 GB Grafikspeicher. Habe ich 8. Oh, Essen. 4 von 8, das ist die Hälfte. Ich habe ja 8 GB Grafikkarte. Oh, ich krieg ganz Essen. Auto. Auto. Mach keinen Scheiß. Auto vom Berg oben. Oder? Toilette treffen oder hier treffen? Hier bleiben wir erstmal. Hinten, hinten. Alle mal hinter. Los. Wohin? Hinter dem Tresen. Wir sind jetzt hier Kassierer. Er kommt. Nee, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Bleibt er? Nee, er fährt weiter. Da fährt er. Fährt weiter. Taxi, ja. Digga, hier ist die Hölle. Gut. Er kommt, Sein? Er kommt. Taxi ist es, ne? Ja. Alle alle auf die Tür drauf schießen. Wie blöd. Der kriegt ja voll Angst dann, ey. Er ist immer noch hier? Ja, der kann sich nicht entscheiden wahrscheinlich. Ich glaube, der hat Bewegung gesehen durchs Fenster. Nein. Oh, eine Pudelmütze. Braucht noch jemand was Warmes hier? Oder ist jemand eingedeckt, alle? Ah, alle haben Helme auf. Bis auf Markus. Ich habe auch so nur so eine dünne Mütze auf. Ne? Sandglas hier. Schuhe da unten. Achso, Memory habe ich 2000. Bei der Grafikkarte. Ja, du hast ja 2 GB. Ah. Ich habe ja 8 GB Grafikkarte. Ach so, genau, und 3005 Megahertz. Megahertz? 3,5? Ja. Das schwankt ja bei mir. Also ich bin so zwischen 4,6 und 4,2. Mhm. Okay, wohin jetzt? Wohin? Ja, du bist der Boss. Du bist der Älteste von uns. Dahin, wo es was zu essen gibt. Also City. Ich kann dir was geben, wenn du willst. Also 40% habe ich noch. Ich könnte auch was geben. Ja. Was hast du denn dollarsmäßig dabei? Mach jetzt hier einen Stand. Ich hätte jetzt hier noch einen Whisky. Oh, das ist ein guter Tausch. Ich gebe dir einen Snickers dafür. Ja? Guck mal, ich gebe dir einen Whisky. Nee, warte mal, das ist ein Eiweiß. Ah, du kriegst einen Eiweißriegel. Ist sowieso gesünder. Ich trinke mal gleich den Whisky, bevor ich den wieder eintauschen muss.
Siehst du? So, was warst du essenmäßig? Frau, wie siehst du aus? Sehr gut aus. Ich weiß. So, sollen wir in die Stadt runter oder? Ja, raus hier. Großstadt am besten. Da gibt's ja zu viel zum Looten. Die ganzen Häuser, Bill Cosby-Häuser. Okay, also gehen wir vorne raus. Ist ja im normalen Gefängnis. Normalerweise dürfte nicht zu Hause sein. Der ist im Gefängnis? Bill Cosby? Ja? Ja, der hat die Frauen sexuell genötigt. Der war Frauenarzt, schon in seiner Serie damals. Und das hat er schamlos ausgenutzt. Hat sie alle narkotisiert. Mit seinem langen. Ich will es nicht sagen. Ja, mit seiner langen Spitze. Achso, ich weiß, kann ja nur ein Gerücht sein. Natürlich. Die Negerbimbo ist immer nur ein Schutz. Also du bist ja nur neidisch. Ich? Wo soll ich so ein großes Ding hinpacken? Ich bin froh, dass ich so kleine Shorts tragen kann. Da kann er nie kurze Hosen tragen. Machen wir es jetzt auch mit Autos? Was? Machen wir es jetzt auch mit Autos? Autos? Wieder? Autos, Spieler und sowas? Ja, lauf doch rüber. Ja, mach ich auch. Warum gehen wir nicht hier über das Feld? Wieso laufen wir jetzt auf der Autobahn? Ich nicht. Du weißt schon. Wieder. Auto? Boah. Ach scheiße, ein Alpha-Mann. Ich komm nicht weiter. Gar nicht. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Mach dich klein, mach dich dünn. Versteckt euch alle hinter Tanja. Ja, und da vorne gibt's gleich was hier. Oh, scheiße. Alle rennen. Ah, ich kann dafür nicht rein. Wo kommt ein Auto? Ist da drüben die große Stadt? Das ja, ist ein Digga. Oh. Also ich laufe mal weiter hinter die Straße, ne? Ja. Yeah. Denkt an, Rennen verbraucht viel Energie, also. Ah, die scheiß Alpha-Wände, das ist ja übel hier. Das gibt's bei Desi leider nicht. Ja, die machen halt langsam auf hier alles. Ich hab einen Busch. Ich hab eine Tanne. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich hab eine Tanne. Ich pass nicht richtig rein. Ich hab mich. Schieb mich doch. Ich mach einfach mit meinen Augen zu, wenn er vorbeifährt. Ich hab einen Busch hier. Machen, so. Ich hab einen Busch. Das sieht so geil aus, wenn ins Busch reingeht. Toll, alles ist ja jetzt. Aber die scheißen Jungs, ne? Boah, das ist ja übel, du. Alle hocken einen Busch hier. Oh, die Blätter, du. Die musst du ein. Ganz schön kalt sein, wenn die so gerade rumliegen. Hier. Ich geh rüber. Müssen wir auffixen hier. Guck mal hier, das ist so eklig. Achso. Achtet auf Autos, wenn ihr rüberlauft. Hier gibt's keine Autos mehr. Das ist Apokalypse, Mensch. Du weißt immer gucken. Links, rechts, links. Genau, und von oben kommt das Flugzeug. Auf Autobahn mindestens 61 km/h rennen, ne? Achso. Das ist rausgezogen. Frau ist weitergelaufen, glaube ich, ne? Oder? Wir haben Gebüsch. Wird noch Straße. Wer ist auf der Straße weitergelaufen? Du. Bei dir? Ach, da drüben. Ich möchte mal sehen, dass die ganze Familie Eule hier drin ist, ja? Ich die einfach Fett Krüger, Fett Krüger. Nee, nee, oh, blaues Haus. Komm, gehen wir mal drüben, loten ein bisschen. Ja. Mal als erstes die kleine Siedlung. Ja, eben. Oh, es fällt überhaupt nicht auf, wenn vier Leute hier runterrasen. Im großen Haus wäre es jetzt geil, ne? Bill Cosby Haus und so? Nee. Ja, wo wir gestern waren, ja? Ach, das ganz große Glashaus gestern. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal hier, aber den kleinen Häuschen. Jetzt sind wir hier. Oh, ich hab schon wieder Hunger, ey. Dann ess weniger. Ja, der Magen gewöhnt sich nur dran, richtig. Trinken wir. Denkt dann, in die Häuser können Leute sein. Also, wir sind jetzt 36 Spiele drauf. Ne? Das müssen wir unbedingt mal ändern, du. Was? Das Sprite, dass sie zwei, drei Punkte auf Leben auch gibt, weißt du? Okay, ich komme mit rein. Brauchen was ist das hier? Sammy, bist du drinnen hier? Ja, ja. Guck dir mal an hier, was ist das denn hier? Das ist Tanja. Was? Komm doch, ich passe dich durch. Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein neues Haus, ne? Was? Oh, ist umgefallen hier. Boah, hier sieht echt scheiße aus. Aufgegangen halt das Ding. Überseht alles, ne? Öl. Ich guck. Ja, ich mach Molotov-Cocktail. Halte mal die Stellung, ich muss was craften. Ich guck lieber wegen Spiele und sowas. Ja, craften. Oh, hier eine Soda. Ja, ihr vergesst alles so. Ja, ich mal durch, Mann. Ihr wart aber, ihr seid aber alle in die Küche gerannt. Hättet ihr da anfangen können? Da hab ich ja nichts. Ich kann nichts mehr tragen. Ich bin zu schwer. Wenn du die Reifen nicht brauchst, schmeißt du die Reifen raus erstmal, Helge.
Brauchen wir nicht mehr. Nee, das Auto ist ja weg. Dann sei. Es ist nicht ansteckend, Leute. Also ihr könnt ruhig gucken, die Videos. Es fehlt noch was? Flasche? Alkohol? Rex. Ach, Rex, hat jemand Rex dabei? Hab ich. Hab ich auch, hier. Ja, wo bist du? Ja, hier. Ah ja, ah, hier lässt es irgendwo fallen. Irgendjemand wird schon aufheben. Oh, hier fallen die Räder raus. Okay, nochmal. Also, Molotov. Ja, erklär, hämmer das. Wie ein Blöder. Das, die Reifen hat Helge gerade einfach so mal in der Hosentasche gehabt. Ja. Das ist wie bei King of Queens, oder? Mit dem Faltboot. Da gibt's einen, der nennt sich dieser weiße Mensch und der sagt immer, lieber ein großes Arschloch wie ein kleines. Da passt du nicht mehr rein. Ach so. Siehste. Ich dachte eigentlich wieder wie das Faltboot hier von King of Queens. Ach so. Mit der Tinkerrutsche oder unten durch. Ich schmeiß jetzt mal was in den Raum. Ja, Achtung. Achtung. Seid ihr bereit? Und wo? Achtung. Ducktape. Danke. Das war ein Raum reinschmeißen. Ach so. So, also, gucken wir mal. Oh. Hab ich jetzt gerade gesehen. Ich bin gegen die Laterne gerannt. Oh, fett du. Wie Gott, wie peinlich. Das meine ich jetzt wieder. VR-Brille hätte jetzt ein blaues Auge oder eine Nase, eine Krumme. Oh. Baseballschläger. Wer braucht was Großes noch? Wer hat noch nicht? Oh, ein Basecap. Alter, hier geht's rund hier. So viel. Das heißt, hier ist noch keiner am Ort richtig gewesen. Doch. Vielleicht brauche ich kein Basecap. Kein Ding. Und so viele Wasserflaschen. Habt ihr was Großes, Tanja? Immer. Ich weiß, jetzt hätte er mich. Oink. Ich habe ja schon einen Baseballschläger. Wow, du sagst jetzt nichts. Ich habe genau die Shotgun hinter dir. Ich habe selber schon was Großes, also. Und ja. Ich muss einmal kurz hoch. Was musst du hoch? Er muss kurz hoch. Okay, dann warten wir auf ihn. Jetzt müssen wir ihn umstellen. Wo ist er steht denn? Ach, da steht er. Da steht er. Ach ja, das sieht kein Mensch. um den so, ihr seht mich nicht. Da kommt jetzt einer vorbeigelaufen, der guckt dann zweimal so, hä? Die Flasche ist leer. Dann ist er schnell weggelaufen, hä? Ach, ich dachte, da stand einer. Also so sehr wie so. Ich zähl's bis 10. 1, 2. Also wie Kinder. Zehn. So wie Kinder halt, wenn sie was Angst haben. Ah, Augen zu. Richtig, ey. Was sie nicht sehen, können mich auch nicht sehen. Weißt du, was jetzt geil wäre? Ja. Wenn jetzt du die Straße gerade ausguckst, ne, aus dem Eingang. Kann ich selber jetzt hier mit meiner Shotgun. Ja, wenn du die Straße siehst, ne? Ja, ja. Und jetzt kommen da um die Ecke so 10, 15 Leute, ne? So. Hinten raus! Ich würde sagen, dann schießen wir mal schnell und loten hin. Nee, pass auf, da gehen wir raus, da hinten raus, ne? Rennen weg. Die ja. Kommen hier rein und dann hörst du von draußen so. Aber Spencer, wie ich so. Ey, weißt du. Hat Schal von euch? Hat jeder einen Schal? Ich glaub's mal, ja. Ja, hab ich. Tanja auch? Nein. Okay, Achtung, kommt dann. Es kommt du? Einer gekotzt. Es kommt ein Schal, jetzt geflogen. Da bist du. Was ist das, Bandalas? Bandalas? Ach, das ist das hier. Also hier, zack. Ah, er hat das halt zu. Und, Achtung, Frau, was hat denn Helge? Ich sehe sein Gesicht nicht so gut. Dreh dich mal hier, Digga. Beweg dich mal. Wieso kann ich das nicht tragen? Guck mal hier, Markus. Guck mal hier. Sammy? Ja. Geh mal weg, ich mach mal was. Hör auf, nicht schießen. Nein. Oder gleich heilen. Ich hab ein Seil. Ja. Ich hab ein Seil. Es geht nicht, ich muss die Hände hochmachen. Ja? Ja, ja. Ich wollte es gerade machen bei Tanja, und er ist ja gar nicht hier bei mir. Muss ich 40 Kilometer fahren. Was kommt mit den Händen hochhebst? Was kommt denn dann eigentlich für ein Zeichen? 4. Ne, das war's halt. Ne, da auch nicht. Was? Ja, es kommt trotzdem kein Zeichen hier bei mir. Es kommt kein Zeichen. Vielleicht steht auch zu hoch. Ist das ganz normal, wie wenn du schießen würdest? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich kann nichts machen mit dem Saldo. Willst du mal testen bei mir, Sammy? Gewehr. Ist es überhaupt das oder Tab-Tate?
Jetzt hab ich getrunken oder was? Okay, jetzt mach. Wie war das? 4, ne? Drücken. 4? Ne, F4, ne? Was muss ich machen mit dem Seil? Wie nimmst du das Seil? Ins Inventar oben rein, Seil 2 oder 3. Ja, okay. Und wie machst du? Drückst du? Nein. Nein? Nein, auch nicht? Wie ist denn das jetzt hier? 2, ja. Ah, 2. Ja, jetzt mach. Ach, das geht gar nicht hier mit dem Seil, Mann. Das geht mit den Handschellen, du Eierkopf. Ja, aber warum hast du ein Seil in der Hand? Für was ist denn das? Das ging nämlich noch nie. Was willst du mit dem Seil machen? Vielleicht abführen? Abführen? Wenn du einen hast, so hinten. Abführen. Ja? Wenn du vielleicht einen hast, weißt du, schon gefesselt hinten, dass du dann mit dem Seil danach arbeiten kannst, als dass du nicht abbauen kann, weißt du? Hast du Adaptiv dabei? Duct-Tape. Hast du Duct-Tape? Ich? Nein. Warum frage ich denn dann, wenn ich es habe? Ich hab. Ja, also hier. Okay, Tanja, willst du mich kurz fesseln? Nicht Duct-Tape, Mann, wir brauchen die Handschellen noch. Doch, Duct-Tape geht auch. Ja, mach. Tanja, fessel meinen Mann. Was ist denn hier los so? Ich meinte meine Frau. Also Duct-Tape musst du oben reinmachen bei dir. Ja. 2 oder 3. Genau. Da? Genau, jetzt gehst du hin. Okay. Ich bin hoch. Ich heb die Hand hoch. Geht Alter, nicht. Wenn hier jemand reinkommt, ich denke, sie sind bescheuert. Gott, Itta. Doch? Nein. Da kommt dann Invader Clan. Ja, dann drück drauf. Das ist unser Clan. Achso, nein, das brauche ich nicht. Nee, das geht nicht. Und wenn du schießen würdest, geht's ja, auch nicht, mal. Ne? Tu mal schießen bei ihm, wenn er Hände hoch hat. Mhm. Gar nicht. Hä? Haben die das irgendwie rausgenommen? Eigentlich nicht. Ja, dafür haben sie jetzt die Dings hier, ne? Dreh dich doch mal oben von hinten her. Ach, von hinten? Ja. Also ich knie mich sogar hin und heb die Hände hoch. Leg dich hin. Ah! Ha! Es geht. Du musst dich hinknien, Sammy. Aber hey, ja. Und jetzt nehme ich das Seil. Dann kann ich mit Tanja, dann kann ich mit dem Seil doch auch machen. Das sind zwei Möglichkeiten. Achso, also, es kommt jemand. Du musst ihn frei machen, Tanja. Schnell. Warte, ich muss die Waffe wegmachen. Das ist zu hart, ey. Beweg dich nicht. Sie schießt auf dich. Sie hoffentlich trifft sie. Ach, schade. Der hätte dich hinknien sollen. Kann ich ihn nicht schlagen, damit er in die Knie geht? So, in die Knie. Hör mal auf. In die Knie. Wetten, der sitzt da und hört uns zu. Ach, Quatsch. Der ist oben beschäftigt. Der ist oben beschäftigt. Dreht das Engel machen. Auto? Ja? Mach kein Auto. Scheiß. Auto. Mach doch einen Scheiß, Markus. Hier rüber. Ja, ich weiß. Euch? Er fährt vor, wo wir herkamen. Kreuz, also hier vorne kommt er irgendwo her gleich. Er ist von hinten rausgefahren. Entweder kommt er jetzt hier vorne gleich rum. Oder? Oder er fährt weg. Dass er aus der Stadt rausgefahren ist jetzt. Das gar nicht. Doch, ich hab's gehört. Also ihr müsst euch echt mal richtige Headsets kaufen, ey. Ich hab jetzt ganz laut gemacht. Mensch, meine Frau hat Kartoffeln in den Ohren. Doppel, eigentlich heißt es Bowen. Pack die Dinger mal ein, trag wieder ein BH, dann hörst du auch wieder mehr. So, und jetzt hier ist doch mal eine Keule. Brauchst du sowas nicht, Frau? Ich hab die Keule in mir. Oh. ich geh mal kurz auf Toilette, warte mal. Was willst du noch? Du holst jetzt auf meine Frau einen runter. Du holst auch mal eine Frau einen runter, na super. Als Vorlage. Wer hat denn die Holzblätter die Holzbretter? Wer hat denn die da drin gemacht an die Fenster? Das ist schon, ne? Vom Spiel aus her. Ja, das ist schon vom Spiel aus. Ich hoffe nicht, dass er gleich wegen Hunger stirbt hier. Gleich fällt er nicht. Ich will ihn fesseln. Und nicht dagegen rennen. Was passiert dann? Muss er in die Knie fallen. Hau ihn mal. Links, rechts eine. Spring ihn an. Spring ihn an. Also komm, wir müssen ein bisschen aufpassen. Der kommt schon nicht mehr. Schon eingeschlafen oben. So. Morgen war's wieder klein. Ja, ich weiß. Hätte ich auslocken können.
Müssen wir hier Babysitter spielen? Hätten wir ihn später abholen können hier wieder. Und er steht so da, dass man ihn von draußen schon erschießen kann, wenn das einer sieht, du. Tja. Ich finde das so geil, so eine Sache da oben mit dem MAZ und so. Ich finde das so cool. Ich finde das so geil. Ja, ich guck mal wieder, wie sich das macht. Aber ich hab's halt groß. Die YouTuber haben es ein bisschen kleiner, fast unlesbar fast. Ja, ich hab's etwas größer gemacht, weil man hat das sonst nicht gesehen bei YouTube. Sag ich doch. Bei YouTube muss ich ganz genau hingucken immer, wenn die das machen dann. Aber die haben ja auch tausend andere Dinger noch laufen dann. Zusätzlich noch alles angeklickt, weißt? Aber das interessiert mich ja nicht. Ich gehe mal in das gegenüberliegende Haus. Mhm. Dass wir vielleicht schon ein bisschen loden hier mit Essen und sowas, weil sonst hängen wir alle auf der Schippe gleich. Oh ja, Tatsache, 41%. Aber wir müssen alle auf ihn aufpassen ein bisschen, ne? Oh, ich habe Radieschen gefunden schon mal. Im Mülleimer. Bring was meiner Frau mit. Ja. Ich weiß nicht, kriegst du die Hunger? Immer ein bisschen aus der Seite hier eine dicke Frau, ja, Tatsache, brauchst nichts zu essen. Oh, meinst du, es war immer noch dieser Taxifahrer? Tanja, du hältst auf Helge. Wir gehen zum nächsten Ort. Der kam aus dem Ort raus hier. Wie kurz im Nachbarhaus? In dem roten? Weiß jetzt nicht. Ist das rot gewesen? Oh, Dose. Klasse. Oh, nochmal. Tanja, ich komm mal kurz rein bei dir. Also. Hallo? Hier, im Haus. Soll ich das hören? Nein, ich höre dich. Und du bist ja sowieso im Nachbarhaus beschäftigt, also. Wieder mit der Nachbarin zugange, stimmt. Hey, du tust sogar, wenn du an den Vorhängen läufst, die bewegen sich sogar, ne? Ja, natürlich. Das wusste ich nicht. Okay. Ich habe für dich was Rotes, Tanja. Was Kleines, Rundes. Kannst du essen. Das war ein Radieschen. Ja, was Kleines, Rotes. Und, wie war's? Lecker. Oh, typisch Männerspruch. Und, ja. Brauchst du auch noch irgendwas anderes? Nö. Du, ich hab noch so eine. Ich steh gut im Futter. Ja, das, da gebe ich zu, ja. Zur Zeit, dass der Helge kommt, damit er was zu essen kriegt. Brauchst du ein Sägeblatt, Markus? Ein Sägeblatt? Nee, aber ich habe eine kleine Axt dabei jetzt. Och, ich habe noch was ganz anderes dabei. Ich habe eine Spitzhacke dabei. Ja, Halleluja. Ja, also lange sollte man nicht hier stehen bleiben, ja. Helge ist weg. Was? Ausgelobt? Ja. Das heißt, wenn man länger steht, geht er raus oder hat er selber ausgenockt? Ist. Oder so verhungert. Hat er sich auf Dings gesetzt? Also hier Escape gedrückt? Ich hoffe nicht. Suizid! Nee, muss ja drücken. Nein, du wartest 300 Sekunden. Dann steh aber drauf, dass du drücken kannst. Suizid, nein, kannst du mich neu anfangen, doch? Doch. Ja. Okay, dann macht das Spiel automatisch dich rauskicken, wenn du dich nicht bewegst oder so. Oder er ist gestorben an Hunger. Hier liegt aber nichts von ihm. Ach so, da haben sie sich ausgelobt. Also, er ist noch drinne im TS. Ich guck mal ganz kurz, ob er im Spiel drin ist, also im Steam drin ist. Dann wandern wir ein Stück weiter jetzt. Ah, da kommt er wieder. Okay. Ah, super, bin ich rausgeflogen. Ja, dein Mann ist weg. Ja, wir haben ihn beschützt. Wir haben schon Angst gehabt, du bist gestorben. Dein Mann ist weg. Schade. Es war aber sehr lustig. Ja, kannst du dir irgendwann auf YouTube angucken. Weiß nicht, ob das so lustig ist. Warum? Egal.